Hallo zu einem Short Review Pickup Shorty Video. Ich habe wieder Post bekommen. Diesmal ist es nur ein Teil, aber egal, das schauen wir uns gemeinsam an. Dann wollen wir mal sehen. Aufschneiden. Es ist richtig gut verpackt. So ein alter Schuhkarton ist natürlich ein echt, ja, gelungener Paket, ja, Transporter. Wollen wir mal gucken. Na, das habe ich das jetzt richtig aufgeschnitten. Jo. Ihr fragt euch sicherlich, was ist das? Ihr wisst meine Interessen. Es ist Spielzeug und hier ist auch gut verpackt. In zwei Tüten, Kartons zur Seite. Das ist in so einem Pappteil, aber ich schneide das hier vorsichtig auf. Und dann seht ihr das jetzt auch schon. So. Der Teil weg. Das ist Pretender Grimlock. Fehlte mir noch in meiner Sammlung ein G1. Der war in wirklich sehr gutem Zustand, wie ich es gesehen habe. Ich will den Helm vorsichtig abnehmen, um jetzt anzugucken, wie die Qualität ist. Das Problem ist, diese Helme, hier sehe ich auch schon, dass Farbe im Helm hängen geblieben ist. Das ist leider so, dass die durch die verschiedenen Materialien dann auch Abnutzungserscheinungen haben oder auch anfangen zu kleben. Man kann es im Helm sehen, hier in der Kamera werdet ihr es nicht sehen, aber jetzt, weil der braun ist, kann man das auch nicht wirklich. Hier drin, die Shell werde ich gar nicht erst auf. Na doch, die schaue ich mir einmal an von innen. Hier seht ihr die Shell. Da kommt normalerweise der Transformer dann wieder rein. Das werde ich nicht mehr machen. Ich werde auch den Helm nicht mehr aufsetzen, da ich... So, der wird zum letzten Mal geschlossen, vorsichtig. So richtig zu. Gürtel hat er nicht, wie die ersten Pretender. Er hat auch nicht so viel Gummi. Manche bestehen aus Gummi, aber ihr seht, der Kopf, die Haare, die Farbe, die nimmt sich schnell ab. Aber der war wirklich in sehr gutem Zustand. Ich habe inklusive Versand für diesen Pretender Grimlock. Na gut, Helm für euch setze ich ihn noch einmal auf. Bleibt nicht lange. Für diesen Pretender Grimlock habe ich 35 Euro bezahlt, inklusive Versand. Der Grimlock sieht gar nicht so schlecht aus, obwohl da muss ich noch mal was sehen. Das sieht aus wie eine mexikanische Version. Da muss ich echt mal gucken. Wenn ihr seht, den Kopf, der ist komplett bemalt. Da muss ich mal kurz vergleichen. Mal mit jemandem. Da muss ich mal einen Kollegen anschreiben, der vielleicht noch einen hat oder auch in seiner Sammlung, um mal zu zeigen, wie sieht sein Köpfchen aus. Aber egal. Das ist schon sehr interessant. Das ist sehr seltsam bemalt. Komplett ist er. Es gibt hier in der Tüte ist sogar noch das, ja, die Anleitung vom Pretender. Auch wunderbar dabei. Das ist auch selten. Auch eine schöne Grafik. Hier gibt es noch eine zweite im Innern, die den Pretender zeigt. Also echt klasse. Die Figur. Es gibt zwei Waffenteile. Einmal ist das der Schwanz von Grimlock. Verwandeln wir ihn einfach mal. Wir wollen ja auch mal Grimlock sehen. Als Figur ist das wirklich sehr, sehr klasse. Mit dabei ist auch eine große Waffe, die gehört dem Pretender. Kriegt er auch in seine Hand. So, dann habt ihr den Pretender. Und dazu ist Grimlock. Die Figur ist ganz einfach gehalten. Eine ganz simple Verwandlung, kein Vergleich zu dem G1 Classic Grimlock, aber irgendwie muss er in die Sammlung von den Classic Pretenders, so hieß die Serie,
gab es 4 Stück. Es gab Starscream als einzigen Decepticon und 3 Autobots. Jazz gab es, den habe ich auch. Ich habe ihn in einem meiner Videos, wo ich meine Sammlung zeige, verlinke ich hier, gezeigt. Dort habe ich eben halt Starscream gezeigt und Jazz, mehr habe ich nicht gehabt. Von den 4, es gibt noch Bumblebee, der fehlt mir noch, der werde ich mir auch nochmal in einem schönen Zustand zulegen. Und Grimlock. Grimlock fehlte mir auch, jetzt nicht mehr. Der sieht sehr gut aus, auch gar keine Vergraustufung. Sein Schwanz, wie gesagt, ist abnehmbar und kann auch als Waffe einerseits dem Pretender oder als Schild dem großen Pretender gegeben werden, ups, aber auch dem kleinen. Jetzt wollen wir den mal verwandeln. So, Kopf nach hinten, Arme umgeklappt. Eine ganz simple Verwandlung, kein Vergleich mit dem richtig coolen. Ja, machen wir mal so nach hinten die Arme. Und er ist ganz simpel gehalten. Ich weiß gar nicht, ob da noch eine zweite Waffe gehört. Ich gucke gerade nicht, dass ich. Nein, es ist komplett. Das ist komplett. Auch wenn die Anleitung nicht richtig zusammengeklebt ist. Und dann würde man diese seinen kleinen Schwänzchen als Waffe ihm in die Hand geben. So. Hab den. Grimlock sieht auch cool aus, aber ich muss ganz ehrlich zugeben, das Gesicht sieht doch seltsam aus. Ja, naja, wie dem auch sei, das ist meine Neuerung. Messer weg, brauchen wir nicht mehr. Mein Classic Pretender. Hier ist auch leider das Autobot-Logo abgerissen. Vielleicht besorge ich mir nochmal Repro-Labels, dass ich da ein Logo wieder drauf habe. Aber der ist in sehr gutem Zustand. Die Figur hat zwar Abnutzung leichte, weil er bespielt ist, aber abgesehen von den Aufklebern ist er in einem sehr guten Zustand. Das heißt, lediglich die Aufkleber würden mir fehlen. Bei dem gucke ich, weil das Gesicht sieht doch schon ein bisschen merkwürdig aus, da werde ich mir noch mal eine Referenz besorgen. Ansonsten bin ich recht zufrieden. Klar, hier sehe ich auch am Gesicht, dass die Augen abgenutzt sind. Vielleicht ersetze ich diesen Grimlock nochmal, aber keine Ahnung. Momentan ist das echt eine klasse Figur. Ja, und ein G1 Classic Pretender hat meine Sammlung erreicht. Ja, das war's für dieses Mal, für diesen Shorty. Hinterlasst ein Like, ein Abo und kommentiert. Habt ihr den gehabt? Dann raus damit. Lasst es mich wissen. Wir sehen uns im nächsten Video.